In circa 5 Wochen ist das Tierheim Spenden Livestream. Wie sollte ich mich bei der Hitze verhalten? Achtung, echt steht immer noch Waldbrandgefahr. Die Temperaturen sind immer noch heiß. Und da wird auch erstmal so bleiben. Als Tipp gebe ich euch, viel zu trinken und so wenig wie möglich in der Sonne aufzuhalten, sondern in Schatten oder im Gebäude, die mit einer Klimaanlage ausgestattet sind, zu bleiben. Was auch noch gut für den Körper wäre, etwas Warmes zu trinken, wie zum Beispiel Tee. Ja, Waldbrandgefahr ist immer noch da durch die starke Hitze. Und da wird auch erstmal so bleiben. Ich bin verrückt. Ja, die Regierung verlängert die Maßnahme mit Helikopter, der über die Wälder fliegt und schaut, ob da die Wälder alle in Ordnung sind, keine Brände ausbrechen, wenn irgendwas ausbrechen sollte, dass die dann so schnell wie möglich sich darum kümmern können und das Feuer löschen können. Auch die Freiwillige Feuerwehr oder Feuerwehr THW allgemein, die tun in manchen Ortschaften auch hin und wieder die Bäume nass machen. Wann sollte man Bäume oder allgemein Pflanzen gießen? Am besten in der Früh bis ca. 8, 9 Uhr oder erst ab 21 Uhr, weil alles, was dazwischen ist, kann sehr schnell auch im Baum oder der Pflanze tot kommen lassen. Und das ist überhaupt nicht gut. Und eure Wiese sieht aus wie ja nicht mehr schön. Wir sind wieder da. 24 Stunden. Veranstalten wir einen Spenden-Livestream für das Nürnberger Tierheim. Es sind viele Projekte geplant, wie Tiere suchen dich, schwierige Tiere werden vermittelt, Live-Spenden, Lauf mit der Star Wars-Fangruppe in der Innenstadt von Nürnberg. Am 3. auf den 4. September 2022 ab 9 Uhr, live auf Twitch und YouTube mit den ModeratorInnen Lukas, Benjamin und Co. Mit Unterstützung vom Tierheim Nürnberg, Medienzentrum Parabol, Loudcash und Filmproduktion Benjamin. Und das war auch nochmal kurz der kleine Trailer zum Tierheimprojekt. Seid dabei, wenn ihr Content habt, dann meldet euch bei mir oder bei den sozialen Medien. Und Moderation können wir auch sehr gut noch gebrauchen. Hilfe und jeder ist willkommen. Und somit war es auch schon wieder mit News der Woche. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Schönen Tag, macht gut, bleibt gesund.